Die dritte Versuchung: Macht über Seelen oder die Welt. Lucifer sagte: So, machen wir jetzt den letzten Versuch mit dem Versuchen. Lucifer erhob sich und sah sich um, als ob er etwas suchte. Dann sprach er zu Jesche mit einem feierlicheren Ton als sonst. Es steht geschrieben, dass die nächste Szene auf einem hohen Berg spielen soll. Von dort aus sollte ich dir alle Königreiche der Erde zeigen, soweit sie bekannt sind. Die anderen lassen wir inzwischen im Unbekannten. Doch können wir uns den Berg sparen. Wie ich sehe, sind die Berge in dieser Gegend nur von einer bescheidenen Höhe. Selbst vom Höchsten aus könnte man nicht einmal bis zur sündigen Hure Babylon rüberschauen. Schade, denn da gäbe es vieles zu sehen, was Lust macht. Von hier aus kannst du nicht einmal das Fleckenland überblicken, das Gott dir als Bühne bestimmt hat. Sonst könntest du sehen, dass es mehr Wüste als fruchtbares Ackerland ist, wo du dir oft genug die Zehen an Steinen wundstoßen wirst. Denn nicht immer sind Engel da, um dir jeden bösen Kiesel aus dem Wege zu räumen. Es gibt bessere Länder. Doch Gott ist nun einmal so sehr in diesen heiligen Landstreifen vernarrt, dass er kein anderes Land mehr sehen will. Aber die Welt ist ein bisschen größer. Selbst vom höchsten Berg aus könnte man sie nicht überblicken. Vom Himmel aus wäre das leichter gewesen. Doch von dort oben sieht die Erde so lächerlich klein aus, dass man sich fragt, ob es sich überhaupt lohnt, über so ein winziges Kügelchen im All herrschen zu wollen. Sobald man einmal auf Erden ist, ist die Aussicht beschränkt. Doch kommt es nicht darauf an, ob du tatsächlich alle Reiche überblickst. Die Versuchung ist das Wichtigste. Also können wir das gleich hier unten erledigen, in der Vorstellung. Damit ersparen wir uns den unnötigen Bergflug, denn deine Antwort ist ja auch diesmal schon vorgeschrieben. So lass uns denn die Reiche mit dem inneren Auge schauen, das genügt. Schließ die Augen und stell dir vor, wie beide stünden auf einem hohen, hohen Berg, vor dem man tatsächlich alle Reiche der Erde überblicken kann. Lucifer strich Jesus sanft über die Stirn und schon sah der im Geiste die wenigen Reiche, die es zu dieser Zeit auf Erden gab, denn diese war damals unterbevölkert, dank der Ausrottungsflut Gottes, von der sich die Menschheit nur sehr langsam erholte. Als Jeschua mit seinem geistigen Auge das alles schaute, raunte Luzifer ihm zu. Nun, stell dir vor, die Herrschaft über all diese Reiche sei dein. König der Könige könntest du sein, über einen kleinen Teil der Menschheit. Den größten Teil von ihr wird deine Botschaft vorläufig noch nicht erreichen können. Dazu muss sie erst entdeckt werden. Jeschua warf ein. Ich nehme an, all diese Reiche haben schon ihre Könige. Und die werden ihre Macht wohl nicht so leicht abgeben wollen. Das ist das Wenigste. Obgleich diese Reiche schon ihre Herrscher haben, ist mir dennoch die Macht über sie gegeben. Der wahre Herrscher über die Erde bin ich. Alle diese Könige sind nichts als meine Lehnsleute, die ihre Länder von mir nur leihweise erhalten haben. Ich kann sie jederzeit ihnen die Macht wieder entziehen und sie einem anderen übertragen, der mir genehmer ist. Dir zum Beispiel. Willst du sie?
Jeschua schwieg nachdenklich. Da wurde Luzifer eindringlicher. Stell sie dir alle vor, die paar bekannten Königreiche, das Römische Reich, Persien, das Zweistromland, das Land am Nil, all diese Länder, nach denen die Juden in ihren Großmachtträumen immer gegiert haben, die wären alle dein. Statt Gottes Leidensmann zu werden, wirst du mein Lehnsmann. Und alle Könige müssen dir als Fußschemel dienen, denn unter dem tust du es nicht. Als Herrscher über die kleine bekannte Welt könntest du mehr bewirken, als wenn du dich ans Kreuz schlagen lässt. Meinst du nicht auch? Mit all deiner Macht könntest du den Völkern deine frohe Botschaft aufzwingen. Auf den Befehl müssen sie an dich glauben. Du könntest dir die Mühe sparen, die Menschen erst lange durch Predigen und fragwürdige Wunder überzeugen zu wollen. Mit Predigen allein erreichst du nicht viel, solange nicht auch ein Schwert dahinter droht. Hat man erst einmal die Macht, kann man den Menschen jeden Glauben aufzwingen. Man braucht ihnen nur die Spitze des Schwertes an die Kehle zu drücken, und schon glauben sie alles, wenn sie nicht den Tod vorziehen wollen. Die Macht des Schwertes überzeugt die Menschen schneller als die Macht des Wortes. Ich überschaute Geister, die Ländereien und Völkerschaften und dachte bei sich, über all diese Reiche herrschen, das könnte ich nicht schaffen, denn vom Herrschen über Länder und Völker habe ich keine Ahnung. Außerdem haben all diese Reiche schon ihre Könige, die ich erst von ihren Thronen vertreiben müsste. Statt nur zu predigen, müsste ich meine kostbare Zeit auf Erden dazu verschwenden, um Soldaten auszuheben und Ehre aufzustellen. Predigen ist leichter. Und wie viel Mühe würde es mich kosten, all diese Reiche zu verwalten? Denn darin wohnen die unterschiedlichsten Völker mit all den unterschiedlichen Sprachen, die Gott verursacht hat. So sagte er mit einer wegwerfenden Bewegung seiner ungewaschenen Hand, »Mein Reich ist nicht von dieser Welt.« Luzifer sagte, »Errichte erst das äußere Reich Gottes. Das Innere folgt dann auf den Fuß. Verwirkliche den Juden ihre Großmachtträume, und sie werden sofort an dich glauben. Statt als einfacher Zimmermannssohn zu Fuß durch die Gegend zu wandeln, könntest du König aller Könige sein. Statt nicht einmal einen Fleck zu haben, wo du dein müdes Haupt niederlegen kannst, könntest du es auf weiche Kissen betten. Du könntest auf einem Thron sitzen und richten, was dir sicher viel Spaß machen wird. Wenn du erst einmal von der Macht genascht hast, kannst du davon nicht mehr genug kriegen und willst mehr und mehr. Luzifer sah Jeschua voll ins Auge. Doch Jeschua blickte an seinen Bruder vorbei und fragte scheinbar gleichgültig, doch argwöhnisch, »Und was verlangst du dafür? Ich weiß, der Teufel gibt nichts umsonst.« Luzifer rieb sich die Hände, wie er es bei jüdischen Händlern gesehen hatte. »Das stimmt. Nichts in dieser Welt ist umsonst. Selbst der Tod nicht, denn der kostet das Leben.« Jeschua wurde ungeduldig. »Nun, was willst du dafür?« »Ich übergebe dir die Herrschaft über die Welt. Und was will ich dafür? Oh, nur eine Kleinigkeit, etwas Dankbarkeit.« »Und wie soll ich dir danken?« »Indem du jeden Tag mal kurz ein Knie beugst. Es könnten auch zwei sein. Und du musst nicht einmal aufs Knie fallen.
Nein, du kannst auch ganz langsam und gemächlich runtergehen. Wozu? Dann bist du mir ein wenig dankbar. Auf den Knien. Ich soll dich anbeten. Was sagt das? Ein Kniebeugen heißt noch lange nicht anbeten. Doch wenn dir danach ist, kannst du auch das tun. Du musst mich nicht unbedingt anbeten. Oh nein, denn das würde dein stolzer Sohn Gottes wohl nicht zulassen. Nein, nur mir ein wenig danken für all das, was ich dir gebe. Und sagen wir, auf den Knien. Und dabei verehrst du mich ein bisschen. Du vergibst dir dabei nichts. Bin ich doch dein älterer Bruder und Gott nahezu ebenwürdig. Durch mich betest du Gott an, der mich so herrlich geschaffen hat. Auch muss es nicht einmal lang sein, nur ein paar Augenblicke der Andacht, um dir meine Dankbarkeit zu erweisen. Das ist doch nicht so viel verlangt. Jeschua maß Luzifer abschätzig von Kopf bis Fuß. Dich anbeten? Luzifer senkte sein schönes Haupt und fragte falsch bescheiden. Bin ich dir etwa nicht schön genug? Jeschua stellte sich alles so eindringlich vor, dass er sich auf einmal von dem Verlangen überwältigt fühlte, seine Sendung durch die Anwendung weltlicher Macht zu verwirklichen, statt erst den mühsamen Umweg über den Glauben einzuschlagen. Um sich von dieser Versuchung zu befreien, sprang er plötzlich auf, schlug wie wild um sich und schrie wie von Singen, wobei er in seine vorgeschriebene Rolle verfiel. Es steht geschrieben! Luzifer fiel ihm ins Wort. Nur Gott allein sollst du anbeten, ich weiß. Wieder kommst du mit deinem eingelernten Spruch. Du willst der Sohn Gottes sein und berufst dich ständig auf Geschriebenes. Jeschua schrie auf. Nur Gott allein will ich dienen. Was redest du da für einen Unsinn? Hast du vergessen, dass auch du Gott bist? Musst du also vor dir selber niederfallen und dich selbst anbeten? Da siehst du, diese ganze Versucherei ist nichts als ein dummes Spiel. Wie kannst du als Gott Gott dienen? Bist du nicht eins mit dem Vater? Da bist du also dir selbst dienen. Und warum auch nicht? Erst diene dir selbst, dann erst den anderen. Habe ich etwa gesagt, dass du mir dienen sollst? Nur ein wenig dankbar sein, das gehört sich doch, oder? Du kannst dir Gott weiterhin anbeten. Es stört mich nicht, wenn du noch andere Götter neben mir hast. Ich bin da nicht so kleinlich wie er. Luzifer änderte den Ton und wurde wieder zum jüdischen Händler. Und dann sagst du den Leuten, sie sollen statt Gott anzubeten, mich verehren, was ihnen sicher leichter fallen wird. Gott ist ihnen zu fern, ich stehe ihnen näher. Du selbst brauchst mich ja nicht wirklich anzubeten, sondern nur so tun, als ob, wie das die Priester auch machen. Du kniest nieder und die anderen werden dir folgen. Da wich Jeschua schroff zurück. Ich will nur Gott allein anbeten. Luzifer sagte, bin ich nicht die Kehrseite Gottes? Gott und ich sind eins. Denn Gut und Böse gehören zusammen. Kniest du vor mir, kniest du auch gleichzeitig vor ihm. Niemals! Warum nicht? Bin ich doch dein älterer Bruder und um vieles weiser als du. Lange bevor du warst, war ich schon. Da kannst du mir wohl ein wenig Verehrung erweisen. Du vergibst dir nichts, wenn du mal kurz vor mir niederkniest. Nur so als Spiel. Das wäre doch mal eine Abwechslung. Der Gute betet das Böse an. Die Herrschaft über die beschränkte Welt
für einen kleinen Kniefall. Das ist doch nicht zu viel verlangt, oder?« Fischer sagte: »Was hat einer schon davon, wenn er die ganze Welt gewinne und verliere darüber doch seine Seele?« »Verliert er seine Seele, ist nichts verloren. Was ist diese Seele schon? Nur eine Einbildung. Kann man sie sehen oder angreifen? Keiner weiß, wo sie sich im Körper herumtreibt. Im Herzen. Ach, das glaubst du. Doch was ist schon das Herz? Nichts als ein Muskel, der Tag und Nacht Blut pumpt. Da fände eine Seele kaum Ruhe. Lass uns die Frage andersrum stellen. Was würde einer gewinnen, gewänne er seine Seele und verlöre darüber die Welt? Arm würde er sein und ein elendes Leben müsste er fristen. Ohne Seele jedoch genießt er die Welt umso ungehinderter. Man kann ohne Seele leben, doch nicht ohne Essen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Ja, aber ohne Brot lebt er überhaupt nicht. Ein Mensch ist mehr als sein Körper. Wahr, doch solange er lebt, muss er den Körper füttern. Ach, das haben wir schon ausgiebig besprochen, also lassen wir das. Was mein Vater mir gibt, ist weit besser, als was du mir zu bieten hast. So? Was bietet er dir schon? Leiden und einen grausamen Tod am Kreuz. Das ist der Lohn für deinen Botendienst als Frohbotschafter. Dafür, dass du in allem seinen Willen erfüllst und für ihn das Gottesreich predigt, lässt er dich dann am Kreuz verrecken wie einen gemeinen Verbrecher. Doch danach wird er mich erhöhen. Er schon wusste, dass Gott ihn belohnen würde, wenn er den Versuchungen widerstünde. Diese Hoffnung auf himmlischen Lohn macht ihn standhaft. Und so sagte er kühl: »Wie kannst du mir die Herrschaft über die Reiche anbieten, wo doch ohnehin alles meinem Vater gehört und nicht dir? Was soll ich sie da aus deinen Händen nehmen? Was des Vaters ist, ist auch mein, denn ich und der Vater sind eins.« Da schmunzelte Luzifer. »Recht hast du. Doch einstweil gehört alle Macht auf Erden mir. Mir hat der Vater die Herrschaft über die Welt gegeben. Er selbst hat sich von der Erdherrschaft zurückgezogen, da sich seine Finger nicht mehr blutig machen will. Sein Wille geschieht im Himmel. Doch hier unten bestimme ich. Ich bin der Prinz der Welt. Du bist bestenfalls Gottes Lehensmann. Das sind Feinheiten, um die brauchen wir uns jetzt nicht zu kümmern. Er hat mir die Welt übergeben, damit ich etwas habe, womit ich mir die langweilige Ewigkeit vertreiben kann. Und warum willst du die Weltherrschaft an mich abgeben?« »Nicht abgeben, nur teilen. Außerdem habe ich lange genug über die Welt geherrscht. Das ermüdet. Ich bin Künstler und will mich mehr meinen künstlerischen Neigungen widmen und das Böse verfeinern. Die Folterwerkzeuge, mit denen die Menschen jetzt den Leib martern, sind zu grob und eines wahren Künstlers unwürdig. Feinere Martern will ich erfinden. Gewissensbisse sollen die Seelen derer quälen, die an dich glauben.« Trotz seiner körperlichen Schwächen richtete Jeschua sich hoch auf. »Selbst die Herrschaft über die ganze Welt, die du mir anbietest, kann mich nicht davon abbringen, dich aus den Herzen der Menschen zu reißen. Denn dazu bin ich von meinem Vater gesandt.« Luzifer konnte darüber nur kichern. »Da bin ich unbesorgt. Das wird dir niemals gelingen. Die Menschen finden das, was unser Vater das Böse nennt, viel anziehender als sein Gutes.
Dadurch habe ich sie fest im Griff. Luzifer näherte sich Jeschua gefährlich. Statt uns wie Kain und Abel zu streiten, sollten wir uns lieber als Brüder vertragen und uns die Herrschaft über die Welt teilen. Dir überlasse ich die Seelen der Menschen. Dafür herrsche ich über ihre Leiber und Sinne. Du zeigst der Welt ein gutes Gesicht. Und ich stehe als Ratgeber hinter dir, sonst wirst du in deiner bloßen Gutheit leicht Opfer der Bösen. Denn vom Herrschen verstehst du nichts. Darin fehlt die Erfahrung. Die aber habe ich überreichlich. Wer über die Welt herrschen will, muss auch böse sein können. Gut sein allein genügt nicht. Wie von einem Skorpion gestochen sprang Jeschua hoch und schrie verzweifelt in die von Hitze flimmernde Wüste. Hebe dich hinweg, Satan, du alte Schlange, denn es steht geschrieben. Ich weiß, was da geschrieben steht. Auch ich habe das Spielbuch gelesen. Doch musst du nicht alles nachplappern, was da geschrieben steht. Hier sind wir unter uns. Vor mir kannst du offen aussprechen, was du wirklich denkst. Versteck dich nicht hinter diesen eingelernten Wörtern. So kommt kein echtes Gespräch zustande. Lehne also nicht gleich von vornherein schroff ab, nur weil es dir so vorgeschrieben ist. Versuchen heißt auch Neues ausprobieren. Natürlich habe ich nicht im Traum erwartet, dass du auf diese letzte Versuchung reinfallen würdest. Warum hast du es dann doch versucht? Herr Bruder, so steht es im Spielbuch. Diese dummen Versuchungen habe nicht ich erfunden, sondern Gott. Die ganze Versucherei hat wenig Sinn. Man hätte sie genauso gut wegstreichen können. Doch das würde Gott auf die Palme bringen, wie einen wütenden Affen. Doch lassen wir das. Ich hätte ohnehin die Könige erst aus ihren Reichen vertreiben müssen, um dich auf ihre Throne setzen zu können. Und das wäre ungerecht gewesen. Schließlich will ich kein Thronräuber sein. Doch da du lieber dem folgst, was geschrieben steht, können die Könige ihre Reiche behalten. Du willst die Herrschaft über die Welt nicht aus meiner Hand, der Hand deines Bruders. Du willst sie aus der Hand des Vaters. Erst dann gibt sie dir etwas. Doch die Herrschaft willst du, so oder so. Wieso? Du weist die äußere Macht über die Reiche zurück, doch nicht die über die Seelen. Im inneren Himmelreich willst du herrschen. Deine Nachfolger werden nicht so zimperlich sein wie du. Sobald ihnen Macht geboten wird, werden sie diese gierig ergreifen und nicht mehr wieder aus ihren Krallen lassen. Und ihre scheinbare Demut wird ihre Maske fallen lassen und sich als das zeigen, was sie wahrhaft ist, unterdrückte Rachsucht. Und das Verfolgten um deinetwillen werden Verfolger aller Andersgläubigen. Neben dem Kreuz werden sie das Schwert tragen und es auch gebrauchen gegen die, welche sie von ihnen nicht lieben lassen wollen. Und sie werden kämpfen, um der ganzen Menschheit ihren Glauben aufzuzwingen. Denn es soll nur ein Wille geschehen, der ihre. Ein Reich, ein Volk, ein Glaube. Daneben darf nichts mehr sein. Eine sehr eintönige Welt. Wenn alle Andersgläubigen tot sind, gibt es keine Glaubenskämpfe mehr. Dann herrscht auf der Welt Ruhe, die Ruhe eines Friedhofs. Doch vielleicht bist du doch klüger, als ich dachte, wenn du die Weltherrschaft ablehnst. Was ist schon von all denen geblieben, die ihr Leben damit vergeudeten, die Länder der bewohnten Welt unter ihre Knute zu bringen? Alle diese Welteroberer sind tot. Und ihre mit Furcht und Gewalt zusammengezwungenen Reiche zerfallen. Kein irdisches Reich dauert. Ha,
mit so kurzlebigem gibst du dich gar nicht erst ab. Du weißt, nur eine Herrschaft überdauert die Jahrtausende. Die Macht über die Seelen. Die werden die Menschen so leicht nicht los. Die Unterwerfung unter einen Glauben saugen sie schon mit der Muttermilch ein. Die Mütter zwingen die Kindlein, bravgläubig die Händchen zum Gebet zu falten und einen Übervater anzubetteln, der strenger ist als ihr menschlicher Vater. Wie wollen sie das später noch aus ihrem Hirn kriegen? Das hängt ihnen ihr ganzes Leben lang nach. Ein König kann nur über die Leiber der Menschen herrschen. Du aber willst Macht haben über ihre Seelen. Und das ist schlimmer. Jeder soll niederknien und dich als einen Herrn anbeten. Ich bin der Weg, nur durch mich kommt ihr zum Vater. Wer des Menschen Seele beherrscht, der beherrscht ihn so vollständig, wie kein König ihn jemals beherrschen kann. Das ist die wahre Macht über die Menschen, welche Zeiten und Reiche überdauert. Wie klug du bist, mein Bruder. So viel Klugheit hätte ich dir gar nicht zugetraut. Soll ich jetzt vor dir niederfallen und dich und deine Klugheit anbeten? Lass deine Ulkerei! Selbst meine Späße haben etwas zu besagen. Gut, jetzt lehnst du die Weltherrschaft ab. Denn in diesem Spiel musst du den demütigen Leidensmann spielen. Doch beim zweiten Kommen kommst du als König mit aller Macht, um dich an denen zu rächen, die dich diesmal auf die Wange schlagen werden. Ich verlasse dich für eine Weile, damit du nachdenken kannst. Doch halte dich ja nicht für den Sieger. Das war kein wahres Ringen, sondern nur ein Versuchungsspiel, das ich spielen musste, weil unser Vater es so wollte. Was ich schon fühlte, wie sich Luzifers Worte in seinen Geist einschmeichelten und ihn seinem festen Glauben zu verunsichern drohten, schrie er verzweifelt auf: Hebe dich hinweg, Satan, du alte Schlange, denn es steht geschrieben. Ach, ich soll mich wegheben? Du kannst mir nichts befehlen. Ich gehe, wann ich will, nicht wann du es wünschst. Die Schlange ist geschmeidig. Sie kann wegkriechen, wenn es ihr gut dünkt. Doch kommt sie wieder, verlass dich drauf, Bruder. Denn unser Spiel fängt erst an. Gut, Brot willst du nicht, fliegen willst du nicht, herrschen willst du nicht. Ich sehe nun, du weißt ein vernünftiges Angebot von Mann zu Mann nicht zu schätzen. Gut, dann lassen wir für diesmal diese dummen Versuchereien. Später werden wir jedoch darauf zurückkommen. Dann wirst du dann doch all das tun, was du jetzt abgelehnt hast. Brot vermehren, in der Luft fliegen und die Seelen der Menschen beherrschen. Iss erst einmal etwas, dann reden wir zu gegebener Gelegenheit weiter. Ehe ich gehe, will ich dir noch eines sagen. Dir als Gottes Sohn fällt es leicht, solch einfältigen Versuchungen zu widerstehen. Doch die armen, gequälten Menschen, werden die das können? Die greifen nach allem, was ihr elendes Leben ein wenig lebenswert macht. Halt einem Hungrigen ein Stück Brot hin, und er wird gierig danach greifen und darauf reinfallen auf diese Versuchung. Gute Worte machen ihn nicht satt. Ein Weib wiegt ihren vollen Leib vorüber, und einer, den sein Geschlechtstrieb plagt, wird sie lüstern mit den Augen verschlingen. Ob er dabei schon die Ehe bricht oder nicht, ist ihm gleichgültig. In jedem Augenblick und an jeder Ecke überfallen den Menschen die lockendsten Versuchungen, und er wird ihnen bereitwillig erliegen. Denn was bringt es ihm ein, wenn er ihnen widersteht? Nichts als ein reizloses Leben voller Entbehrungen.
Selbstverleugnung macht ihn nicht froh. Beten verschafft weniger Lust, als sich einer Versuchung hinzugeben. Die Köpfe der Menschlein sind vollgestopft mit den Dingen der Welt. Da ist kein Platz mehr für das Himmelreich, das du ihnen schmackhaft machen sollst. Gegen die ständigen Versuchungen, denen der Mensch in jedem Augenblick ausgesetzt ist, sind diese drei Versuchungen, mit denen ich dich unterhalten habe, nichts. Lucifer sah diesen abgemagerten, hohläugigen, staubbedeckten, bärtigen Mann an, wie die Arme abwehren gegen ihn ausstreckte und dachte Kopfschütteln, wie er sich doch abquält, um sich in seine Rolle hineinzusteigen. Und alles, wozu? Nur um ein paar Leute dahin zu bringen, dass sie in ihm ihren Erlöser sehen. Lucifer stand vom Stein auf und klopfte seinen Bruder auf die Schulter, um ihn zu beruhigen. Nun, ich lasse dich eine Weile allein, wir haben genug geredet. Bereite dich in Ruhe auf deine Rolle vor. Je besser du sie spielst, umso besser kann auch ich meine Rolle als dein Gegenspieler spielen. Ich hebe mich jetzt ein wenig hinweg, doch nur vorläufig, denn das war ja erst der Anfang des Spiels. Nachdem Lucifer die ihm von Gott aufgetragenen Versuchungen hinter sich gebracht hatte, überließ er Jeschua für eine Weile wieder seinem einsamen Fasten. Langsam begann er sich um sich selbst zu drehen. Allmählich wurde sein Wirbeln schneller und schneller, bis er schließlich wie eine Staubfahne davontanzte und zwischen den Felstürmen entschwand. Die ganze Nacht lang konnte Jeschua nicht schlafen. Luzifers Angebote kreisten in seinem Kopf. Zweifel nagten an ihm wie die Wanzen. Hunger zerschnitt ihm die Eingeweide. Zum ersten Mal begann er nachzurechnen, wie viele Tage er noch abzufasten hatte. Doch da er sie bisher nicht gezählt, sondern sich ganz auf seine verlässlichen Engel verlassen hatte, war ihm der Überblick über die Fastenzeit verloren gegangen. So nahm er sich vor, von nun an für jeden erfolgreich durchfasteten Tag ein Steinchen auf eine Felsplatte zu legen.